Big Pun, der erste Latino-Rapper mit einem Platin-Album. Er inspirierte tausende von Rappern und wird bis heute genannt, wenn es darum geht, wer den besten Flow in der New Yorker Rap-Geschichte hatte. Doch nur die wenigsten kennen das harte Leben hinter seinem Erfolg. Deswegen schauen wir uns heute das Leben von Big Pun an. Doch bevor das Video weitergeht, möchte ich euch den heutigen Sponsoren vorstellen. Die App, die ich euch jetzt präsentiere, gehört zu einer der beliebtesten VPN-Apps und ehrlich gesagt nutze ich sie auch privat. Es handelt sich um CyberGhost. Viele von euch haben mich öfters gefragt, wie ich immer an diese ganzen Informationen aus Amerika rankomme. Und CyberGhost ist einer der Gründe dafür. Denn mit dieser App kann ich auf verschiedene amerikanischen Server zugreifen, wodurch blockierte und zensierte Inhalte aus Amerika auch in Deutschland für mich sichtbar werden. Dadurch konnte ich unter anderem Dokumentarfilme sehen, die erst Monate später in Deutschland verfügbar waren. Außerdem funktioniert CyberGhost auf allen Plattformen, egal ob Windows, Mac, Smart TVs oder Gaming-Konsolen. Und mit einem Abonnement kann man die App auf bis zu 7 Geräten nutzen. Dazu kommt noch, dass CyberGhost für deine Sicherheit garantiert, denn es werden keine Logs gespeichert, was vollste Privatsphäre garantiert. Und mit über 28 Millionen Nutzern und 5 Sternen bei Trustpilot weiß man, dass man einem zuverlässigen Dienst vertraut. Ach ja, das Prinzip lässt sich auch umgekehrt anwenden, denn dank CyberGhost kann man auch im Ausland auf deutsche Server zugreifen. Das bedeutet, dass blockierte Inhalte, wie zum Beispiel deutsche Filme, sogar am anderen Ende der Welt gestreamt werden können, weil man durch CyberGhost Bibliotheken von 40 Streamingdiensten wie Netflix und Disney Plus freischalten kann. CyberGhost bietet derzeit ein Angebot an. Nur 2,03 € pro Monat und dazu bekommt man noch 4 Monate gratis. Das sind 83% Rabatt. Und falls ihr immer noch zögert, es gibt sogar eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. Also habt ihr absolut kein Risiko. Ich kann euch die App nur empfehlen. In der Beschreibung findet ihr den Download-Link. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Christopher Lee Reyes, alias Big Pun, wurde am 10. November 1971 in der Bronx geboren. Dort wuchs er mit seinen beiden Schwestern und seinem Bruder auf, bis sich seine puerto-ricanischen Eltern scheiden ließen und Puns Mutter sich alleine um die Kinder kümmern musste. Wenig später lernte sie einen Mann kennen, den sie heiratete und der zu Puns Stiefvater wurde. Doch leider war der Stiefvater heroinsüchtig und Puns Mutter begann ebenfalls Drogen zu nehmen. Die Folgen des Drogenkonsums führten häufig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die Puns Kindheit zur Hölle machten. Daher verbrachte er oft viel Zeit draußen und spielte in einem nahegelegenen Park, wo er sich im Alter von 5 Jahren das Bein brach. Seine Mutter hielt den Park für unsicher und verklagte die Stadt auf Schadensersatz in Höhe von mehreren Millionen Dollar. Dieser Prozess zog sich über 10 Jahre hin, sodass Pan schon als Kind sehr oft vor Gericht erscheinen musste. Trotzdem verbrachte er seine Freizeit am liebsten auf dem Basketballplatz, wo oft Gangmitglieder aus der Nachbarschaft aktiv waren, wodurch Pan sehr früh mit dem Straßenleben in Berührung kam und letztendlich ein Teil davon wurde. Da er ungern zu Hause war, ging er wiederum sehr gerne zur Schule und erzielte immer gute Noten. Doch die Armut zwang ihn dazu, bereits im jungen Alter Drogen zu verkaufen. Und da seine Mutter drogenabhängig war, unterstützte sie Pan dabei, solange er Geld mit nach Hause brachte. Als er dann 14 Jahre alt wurde, wurde er beim Drogenhandel von der Polizei erwischt und musste für eine Nacht ins Gefängnis. Dieses Erlebnis schreckte ihn so ab, dass er sofort aufhörte, Drogen zu verkaufen. Da seine Mutter jedoch in ihren Drogenrausch nicht akzeptieren wollte, dass Pan nicht mehr dealte und kein Geld mehr nach Hause brachte, warf sie ihn eiskalt aus der Wohnung. So war Pan mit 15 Jahren obdachlos und versuchte bei Freunden oder bei seiner Freundin zu schlafen. Er musste seine Kleidung in öffentlichen Toiletten waschen und versteckte sie dann in irgendwelchen leerstehenden Häusern. Und da seine Umstände so schlimm waren, brach er mit 17 Jahren die Schule ab. Er las dennoch jeden Tag Bücher und versuchte sich irgendwie weiterzubilden. Und auch wenn er mit sehr vielen Gangmitgliedern unterwegs war, wollte er selber nicht mehr kriminell werden. Stattdessen begann er zu Breakdancen und schrieb seine ersten Rap-Zeilen mit seinen Freunden. Zu dieser Zeit war Big Pun noch sehr schlank, da er täglich hungerte. Doch das änderte sich, als er 18 Jahre alt wurde. Denn nach 13 Jahren Verhandlungen wegen seinem Beinbruch zahlte ihm die Stadt New York 500.000 Dollar Schadensersatz. Da er nun erwachsen war, erhielt er die gesamte Summe und wurde über Nacht reich. Er kaufte sich eine Wohnung, heiratete seine Freundin, mit der er 3 Kinder bekam und investierte in seine Leidenschaft, die Rapmusik. Er gründete eine Gruppe namens Full Eclipse, nahm seine ersten Songs auf und gab sich den Namen Big Moondog. Diesen Namen wählte er nicht zufällig, denn durch seinen neuen Wohlstand konnte Big Pun das erste Mal in seinem Leben sehr gut essen. Doch leider entwickelte sich die Liebe zum Essen sehr schnell zu einer Sucht, wodurch Pun innerhalb von 3 Jahren über 60 Kilo zunahm. Trotz seines Gewichtes konnte er jedoch stundenlang mit einem einzigartigen Flow rappen. Im Jahre 1995 war Pun dann wieder mal in der Bronx unterwegs, als er einen jungen aufstrebenden Künstler aus der Nachbarschaft sah. Es war Fat Joe,
der zu dieser Zeit noch Flo Joe hieß. Als Pun ihn sah, sprach er ihn an und fing einfach an zu rappen und konnte dadurch mit seinem Talent überzeugen. Also brachte ihn Fat Joe einen Tag später ins Studio und dadurch konnte Pun auf Fat Joes Album mitwirken, das im November 1995 auf Platz Nummer 71 der Billboard-Charts einstieg. Mit der Zeit wurden Fat Joe und Pun beste Freunde und mit ihrer Zusammenarbeit änderte Pun seinen Namen in The Punisher, inspiriert von den damaligen Marvel-Comics. Mit Fat Joes Hilfe produzierte er sein Debütalbum, dessen Single I'm Not a Player auf Platz Nummer 57 der Charts einsteigen konnte. Der Remix des Songs erreichte sogar Platz Nummer 24. Das öffnete die Türen für sein Debütalbum namens Capital Punishment, das auf Platz Nummer 5 der Charts landete und über 2 Millionen Mal verkauft wurde, wodurch das Album das erste Latin-Hip-Hop-Album der Welt wurde, das Platin-Status erreichte. Neben seinen Erfolgen nahm Pun weiter zu und sein gesundheitlicher Zustand wurde immer schlechter. Im Jahre 1999 wog er dann fast 300 Kilogramm, weswegen er sich in ein Abnehmprogramm in North Carolina einschrieb und über 30 Kilo wieder abnahm. Leider brach er das Programm nach einigen Monaten wieder ab und nahm danach noch mehr zu. Sein Frust über sich selbst machte ihn sehr oft aggressiv und er griff oft zu Gewalt, auch gegenüber seiner Frau. Im letzten Jahr sind Videos aufgetaucht, die zeigen, wie Big Pun seine Frau mit einer Waffe schlug und sie nur entkommen konnte, weil er zu dick war und die Treppen nicht hoch konnte, als sie weglief. Währenddessen wurde auch das Touren wegen seiner Gewichtszunahme immer schwieriger, sodass er sein nächstes Projekt gemeinsam mit den Terror Squad namens The Album nicht richtig bewerben konnte, was dazu führte, dass das Album floppte. Daher schrieb er sich 1999 erneut in ein Abnehmprogramm ein, verlor diesmal sogar 40 Kilogramm und konnte dadurch an sein zweites Album arbeiten. Doch sobald er das Programm wieder verließ, nahm er wieder mal schneller zu, als er abgenommen hatte. Es war halt eine Art Sucht, die er nicht kontrollieren konnte. Und Anfang des Jahres 2000 wog er dann über 310 Kilogramm, was alltägliche Aktivitäten unmöglich machte. Im Februar des Jahres hatte er einen Auftritt mit Fat Joe und Jennifer Lopez, den er kurzfristig absagen musste, weil es ihm gesundheitlich so schlecht ging. Und nur zwei Tage später erlitt er in einem New Yorker Hotel einen Herzinfarkt. Ein Krankenwagen wurde gerufen, aber als die Rettungskräfte eintrafen, war es fast unmöglich, den 317 Kilo schweren Pun irgendwie zu bewegen, geschweige denn auf die Liege zu kriegen. Deshalb mussten sie ihn mit mehreren Männern auf einen Gepäckwagen des Hotels transportieren, was so lange dauerte, dass er leider vor Ort verstarb. Er war gerade erst 28 Jahre alt. Nach seiner Autopsie wurde bekannt gegeben, dass das Herz von Big Pun aufgrund seiner Gewichtszunahme dreimal so groß wie ein normales menschliches Herz war. Einfach unglaublich. Nur zwei Monate nach seinem Tod wurde sein zweites und letztes Album namens Yeah Baby veröffentlicht, das auf Platz Nummer 3 der Charts einstieg. Das Geld von Pan wurde zunächst von Fat Joe verwaltet, aber vor ein paar Jahren kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fat Joe und Big Puns Frau, die Fat Joe vorwarf, ihr Geld zu stehlen. Daraufhin übertrug Fat Joe alle Rechte an Puns Familie, um weitere Probleme aus dem Weg zu gehen. Trotz des Streites mit Puns Frau hielt Fat Joe gemeinsam mit der Latino-Community jahrelang den Namen Big Pun am Leben. Und im März dieses Jahres, also 23 Jahre nach seinem Tod, wurde sogar eine Straße nach Big Pun benannt, womit sein Name auch außerhalb des Hip-Hops verewigt wurde. Möge er in Frieden ruhen. Und zum Schluss nochmal ein Dankeschön an unsere heutigen Sponsoren CyberGhost. Wenn auch ihr eure Daten im Netz noch mehr schützen oder Streaming-Angebote aus dem Ausland nutzen wollt, dann klickt einfach auf den Link in der Beschreibung und holt euch CyberGhost. Wie vorhin erwähnt, in den ersten 45 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie und der Kundenservice von CyberGhost ist rund um die Uhr auf Deutsch für euch da. Ihr könnt das Ganze also komplett risikofrei testen. Und natürlich auch vielen Dank für euren Support. Bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Video. Gerne.